Excelsior, Helden von Tyria. Hier ist wieder Homebrew mit einem neuen Rotation Guide. Heute schauen wir uns den Power Elementar Magier an. Das Bild dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Im Prinzip wechselt ihr die ganze Zeit zwischen Feuer und Luft hin und her. Ihr beginnt, indem ihr zwischen Luft und Feuer eingestimmt seid. Denn wenn ihr euch auf nur ein Element einstimmt, zum Beispiel Feuer, erhaltet ihr den Buff, dass ihr ein paar Sekunden lang erhöhten Schaden macht. Wir versuchen diesen Buff immer mit dem Siegel der Stürme zu kombinieren. Beziehungsweise, wenn ihr das Siegel der Stürme wirkt, wollt ihr immer diesen Buff haben. Wir verwenden unsere uranfängliche Haltung die ganze Zeit auf Cooldown, weil sie uns einfach nebenbei ein bisschen Schaden gewährt. Und ansonsten verwenden wir eigentlich immer nur die Schwert 3, unsere Auto-Attack-Ketten, wenn wir auf Feuer sind, den Feuergriff. Den können wir auch machen, wenn wir zuerst auf Feuer waren, dann auf Luft wechseln, haben wir immer noch den Feuergriff. In der geteilten Einstimmung verwenden wir auch die 3. In der Lufteinstimmung die 3 und die 4. Ansonsten nur Auto-Attack-Ketten. Welche Skills ihr auf 4 und 5 habt, hängt davon ab, auf welchem Element ihr zuletzt wart. Jetzt beispielsweise, wenn ich nur auf Luft bin und auf Feuer wechsle, habe ich noch immer die 4 und die 5 von der Luft. Wenn ich nur auf Feuer bin, dann auf Luft wechsle, habe ich noch immer die 4 und die 5 von Feuer. Versucht immer, das ist Priorität Nummer 1, so schnell wie möglich in ein alleiniges Element, also nur auf Luft oder nur auf Feuer zu sein, um wie gesagt diesen Buff hier zu haben. Abgesehen von der 3 und den Auto-Attack-Ketten sind die Luft 4 und die Feuer 5 nur Auffüller, um noch etwas mehr Schaden rauszukitzeln. Wie gesagt. Uranfängliche Haltung immer auf Cooldown und Siegel der Stürme immer verwenden, wenn ihr euch auf ein gemeinsames Element einstimmen könnt, damit ihr den Damage-Buff habt. Ansonsten nur die 3, eure Auto-Attack-Ketten, Luft 4 oder Feuer 5. Eine komplette Rotation dazu seht ihr jetzt. Oh.
CC am Boss zu machen, habt ihr nicht besonders viel. Ihr habt auf Luft die 5. Passt hierbei übrigens auf, dass sie auch euch nach hinten schleudert. Ihr habt Luft 2. Ihr habt die Erde 4, die ein starker CC-Skill ist. Und ihr könnt eure Elite aktivieren. Und wenn ihr durch 4 Elemente gewechselt habt, könnt ihr einen starken CC-Skill machen. Fassen wir also zusammen. Auf Luft haben wir Luft 2 und 5. Wir haben auf Erde die 4. Und die Elite, bei der wir, wenn wir uns auf 4 Elemente eingestimmt haben, einen Flipover-Skill bekommen, der ebenfalls CC macht. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Falls noch Fragen offen sind, meldet euch ingame bei mir. Schreibt dazu eine Nachricht an homegrow.4365 oder meldet euch bei MadL. Vielleicht sehen wir uns ja dann bald in Fraktalen oder Raids.